Das hier ist eine Smartwatch, die endlich mal lange durchhält und nicht jeden Tag an den Strom muss. Sieht gut aus, ist mit 40 Euro relativ günstig. Das ist die Smartwatch Fitness Watch der Marke Blitzwolf. Mehr dazu nach dem Intro. Ab geht's. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und das hier ist eine richtig günstige Smartwatch. Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten hat die einige gewisse Vorteile, dass nicht nur der Preis ist, denn der ist bei Apple und Co. echt exorbitant. Das Problem dieser exorbitanten Uhren ist natürlich auch, dass wir eine richtig kurze Akkulaufzeit haben und teilweise nur einen Tag. Das heißt, wann lädt man diese Uhr auf? Nachts, wenn man schläft, dann kann man diese Schlaftracker-Funktion gar nicht nutzen. Und von daher fand ich das immer ein bisschen blöde. Ich habe meine Apple Watch selbst verschenkt, habe jetzt zum Testen hier dieses Blitzwolf-Modell bekommen. Und da bin ich erstmal hellhörig geworden, weil ich diese Akkulaufzeit von rund 2 Wochen richtig gut finde. Ganz klar muss man sagen, auch hier ist nicht alles perfekt. Und deswegen ist es ein Grund, warum wir uns diese Uhr mal genauer angucken und schauen, ob die für dich in Frage kommen. Wer sich im Laufe des Videos dafür interessiert, ich habe euch das Ding unter dem Video in die Infobox mit rein verlinkt. Eventuell gibt es noch einen Gutscheincode, den habe ich aber noch nicht. Aber schauen wir mal. Das Schöne bei der Uhr, die ist auf jeden Fall wasserdicht. Also Tieftauchen ist natürlich nicht erlaubt und Dampfsauna auch nicht. Aber das normale Schwimmen, so wie es bei der Apple Watch auch war und ich auch immer gemacht habe, ist hier auf jeden Fall angesagt. Wir haben schönes Teilleder, also Kunstleder. Gummiarmband, also innen drin Gummi, außen Leder mit einer schönen roten Naht. Wir haben auch verschiedene Modelle. Ich kann die ja mal links ganz kurz einblenden. Auf jeden Fall schaltet sich diese Uhr ein. Sobald wir quasi unser Handgelenk hochnehmen, dann schaltet sich die Uhr hier ein. Und wir haben ein schönes Ziffernblatt. Wir können die Ziffernblätter natürlich noch wechseln. Wir können euch durchdrücken hier auf die Krone. An der Seite können wir das Ganze quasi nochmal verstellen. Ich glaube, die Lunette oder wie nennt sich das hier, dieser äußere Rand, der lässt sich nicht drehen. Durch Wischen von unten nach oben können wir unsere Messages abrufen. Wischen wir nach rechts, haben wir die Möglichkeit, unsere Daten abzurufen, die Steps, die gelaufen sind, der letztgemessene Puls. Hier kommen wir jetzt nicht weiter, gehen wir wieder zurück. Dann kommen wir natürlich wieder auf die Uhr. Hier sehen wir auch klein im Detail unseren letzten Puls, unsere Schritte. Das Datum sehen wir drin, also richtig edel in meinen Augen. Wischen wir dann von links nach rechts, dann können wir hier Find unser Phone machen. Also wenn wir unser Handy gerade verloren haben, drücken wir hier auf den Knopf. Per Bluetooth ist das Ganze verbunden. Systemeinstellungen, die Helligkeit, den Timer, QR-Code für die App, fürs Handy. Musik können wir steuern, unsere sportlichen Sachen, unsere Schlafsachen, unser Schlaftracker, den wir natürlich nutzen können mit so viel Akkulaufzeit. Dann natürlich Herzfrequenz. Und irgendwelche Sachen hier noch, die man gar nicht braucht. Wischen wir dann quasi von oben nach unten. Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeiten, das Telefon auszustellen, die Stoppuhr zu starten, so die schnellen Funktionen zum Abrufen, ohne dass wir uns durchs Menü quälen müssen. Wir haben natürlich hier nicht so schönes Case, also nicht irgendwie was Besonderes, was man großartig verschenken kann. Eine Anleitung gut, die ist zumindest schon mal auf Englisch, haben wir auch noch Deutsch irgendwo mit dabei. Deutsch kann ich soweit nicht finden, sollte aber jeder bei seiner Uhr hinbekommen. Der Punkt, der mir nicht so gut gefällt an der Uhr, ist das Ladegerät. Ich sag mal so, ja, es gefällt mir schon, weil die Uhr relativ schnell aufgeladen ist. Aber wenn wir jetzt mal hier unseren Riemen abnehmen und das Ladegerät ranlegen und jetzt hier unser viel zu kurzes Ladekabel nehmen und das hinten drauflegen, ja, ist falsch rum, müssen wir jetzt die Uhr wieder drehen. Also es muss da genau drauf liegen, sobald wir eine Verbindung haben, dann fängt das auch an zu vibrieren und signalisiert uns, dass hier aufgeladen wird. In dem Fall haben wir jetzt natürlich keine Stromquelle dran. Und ich finde das aber eine schlechte Lösung. Ich finde diese runde Lösung, so wie es bei der Apple Watch ist, immer noch mit so am besten. Ich meine, gut, zumindest haben wir keinen Stecker, den wir irgendwo an der Seite reinschieben, wo das Gerät dann nachher nicht richtig wasserdicht ist. Aber das hier ist eine nicht ganz so schöne Lösung. Ich meine, gut, bei der Preisklasse ist es akzeptabel. Was natürlich schön ist, wir können die Armbänder hier schnell ohne Uhrmacher-Werkzeug wechseln. Wir haben hier diese Nippel, die können wir ziehen. Somit öffnen wir die Stifte und können die Armbänder auch trennen. In der App können wir natürlich gleich unsere Daten abrufen, wie Schlaf, Puls, Blutdruck und so weiter. Wir können hier gucken, unsere Uhr, die ist verbunden. Wie voll ist der Akku? Der hält natürlich wirklich extrem lange. Wir können auch den Wecker öffnen, Wecker einstellen, Wecker hinzufügen. Das ist auch ganz wichtig. Dann braucht man das Handy nicht auf laut stellen und kann sich quasi durch Vibration am Handgelenk wecken lassen. Persönliche Daten, Schrittziele und so weiter kann man natürlich hier einstellen und man kann dann auch sein Körpergewicht und die ganzen Maße einstellen. Es ist eine schlanke App, die zumindest in Deutsch ist, was mich sehr freut und auch so
grandios funktioniert. Wir können auch die Aktivitäten checken oder tracken. Wir können jetzt auf Sport stellen und hier quasi unsere Wanderung beispielsweise oder unseren Rennen dokumentieren. Ansonsten haben wir hier oben noch die Möglichkeit, das mit Freunden zu teilen, wenn man das denn unbedingt muss. Auch die Ziffernblätter kann man in der Uhren-App öffnen bzw. ändern. Allerdings gibt es da aktuell vor dem neuen Update nur ein weiteres Ziffernblatt. Ich denke mal, da werden auf jeden Fall noch mehrere folgen. Ich finde dieses hier aber cool genug. Es sieht aus wie eine richtige Uhr. Sieht vernünftig, anständig aus. Es ist hell genug. Man kann es im Dunkeln gut ablesen. Und wir haben hier natürlich unsere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Pulsmessen. Von daher endlich mal eine Uhr, die lange Saft hält, die nach 2 Stunden den Akku schon wieder voll hat, wo wir auf jeden Fall auch im Regen mit unterwegs sein können, wo wir auch mit schwimmen gehen können. Außer Tauchen und Dampfsauna kann man hier eigentlich so ziemlich alles mitmachen. Es gibt auch verschiedene Designs. Bei dem Preis von rund 40 Euro, finde ich, kann man nicht viel verkehrt machen. Man muss keine Angst haben, dass, wenn man die aus Versehen irgendwo bei einer sportlichen Aktivität umhat, dass man gleich finanziell ruiniert ist. Und sie sieht schick aus, ist hochwertig. Warum nicht? Von 5 möglichen Sternen gebe ich der Uhr deswegen 4,5 Sterne. Abzug ist halt in der B-Note die Geschichte mit dem Akku bzw. mit dem Ladegerät und die englische Anleitung. Ansonsten Top-Teil, kann ich bedenkenlos weiterempfehlen. Die Amazon-Bewertungen scheinen soweit auch zu stimmen. Könnt ihr selber gerne nochmal checken. Ein Abo von euch würde mich riesig freuen, denn dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer. Ciao. Let's put our living stereo stylus in this groove.